Die 2TV in Oberhausen in der Turbinenhalle 2 und neben mir sitzt Frank Lukas nach seinem ersten Solokonzert. Ein sehr glücklicher Frank Lukas, aber auch ein sehr erschöpfter Frank Lukas. Frank, sag mal, der erste Solokonzert, das war ja wohl der Hammer heute, oder? Ja, das war ein unerwarteter Hammer, weil wir eigentlich, ich persönlich bin von von deutlich wenigeren Besucherzahlen ausgegangen, weil ich habe natürlich mir immer Zahlen auch geben lassen vom Vorverkauf. Und das war, als wir das angefangen haben, das war im Juni, nach 2 Monaten habe ich dann mal gefragt, wie sieht es denn so aus? Das war dann im August Kartenvorverkauf, da waren wir so bei 120 Karten, wo ich dachte, ach du Scheiße. Ja, das könnte in den Sack gehen. Aber dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, die 120, die da kommen, die wollen eine gute Show sehen. Die haben wir vorbereitet. Jetzt waren es heute Abend dann zum Glück ein paar mehr als 120. Ja. Wir haben die Halle halb voll gemacht mit 500 Gästen, die da waren. Und die haben Party gemacht wie 3000. Es war wirklich irre, auch von oben die Bilder. Ich habe es ja besser beobachten können wie du selber von der Bühne. Es war einfach der Hammer. Ja. Fand ich auch. Also das ist, ich sag mal, wenn du mit In-Ears arbeitest, hörst du natürlich viel, viel weniger. Ne? Da musst du ganz empfindlich mit deinem Mikro mal gucken, versuchen die Stimmung aufzufangen. Du siehst ja nur, was die Leute da so machen. Und hinten ist sowieso dunkel, da kriegst du das gar nicht so mit. Aber ich habe jetzt schon ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen, die alle gesagt haben, boah, was eine geile Show. Super schöne Auswahl der Titel, das war mir ganz wichtig. Ja? Also viel Mix, das werdet ihr auch festgestellt haben. Ein schöner Mix aus Balladen und den Klassikern. Und das finde ich persönlich bei so einem Konzert auch wichtig. Ja? Du brauchst immer ein bisschen Entspannung für die Ohren und brauchst auch ruhig mal diese nachdenklichen Titel, die dich wieder zurückholen. Was mir heute persönlich ganz klasse gefallen hat, und ich meine, okay, ich stehe ja sowieso da drauf, gebe ich ja zu, die Unplugged-Version. Ja. Meiner Meinung nach, wenn du ein Konzert gibst, ein Live-Konzert, dann solltest du das eigentlich auch komplett mit Band machen. Ne? Live ist live und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich habe es ja schon im Konzert gesagt, dummerweise ist uns ganz kurzfristig der Drummer abhandengekommen und der Drummer ist halt das Herzstück einer Band, der gibt den Takt vor und wenn der nicht mehr da ist, dann wird das Ding ganz, ganz fies, sagen wir es mal so. Und jetzt haben wir das halt auf das Minimalistischste beschränkt. Wir hatten das ja 2015 in Berlin schon so gemacht mit einer Akustikgitarre und Piano. Das hat gut funktioniert und deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt wieder so und ist gut angekommen. Es hat sich einfach geil angehört. Ja, ist so. Frank, dein neues Album gerade draußen? Ja, ist jetzt schon ein Weilchen draußen, ne? Ja, gut, so ein paar Monate. Seit April, glaube ich, ne? Unbedingt, ja. Ja. Genau. Das erste, was gechartet ist und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, jetzt werden wir richtig größenwahnsinnig und jetzt gehen wir auch das erste Konzert. Ja, und haben viele im Vorfeld gesagt, bist du irre, du bist viel zu früh dran, du schaffst es nicht, du ziehst keine Leute. Und dass wir das doch schaffen, haben wir heute bewiesen. Wollte ich gerade sagen, also mit den Gästen, die du heute hier hattest, bei dem ersten Konzert, bin ich aufs zweite gespannt. Ja, ich auch. Ich habe heute Leuten hören, das soll es nächstes Jahr schon geben. Ja, du, wir waren mit der Ausführung heute sehr zufrieden, insgesamt die Umsetzung war wirklich schön. Ob und wann jetzt nächstes Jahr, das muss man einfach mal gucken. Ja? Jetzt erstmal sacken lassen, auch nochmal Revue passieren lassen, was ist denn echt gut gelaufen, was nicht so gut gelaufen. Ja? Dass man sich das Ganze nochmal vornimmt, analysiert, guckt, was kann man vielleicht ein bisschen besser machen beim nächsten Mal. Vielleicht auch ein bisschen früher in die Planung reingehen, weil das war schon so eine Hauruck-Geschichte, die wir da ins Leben gerufen haben. Aber es hat, wie gesagt, gut funktioniert. Und ich glaube, wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit haben und noch ein bisschen intensiver planen, dann machen wir das Ding voll. Also ich habe gerade mit deinem, was ist das, Produzenten der Jack Preis gesprochen und er sagte, du wirst dich jetzt erstmal 3 Tage ins Bett packen. Schön wär's. Ich muss leider am Montag wieder ins Büro. Aber er sagte, du bist einfach fertig. So nervös, wie du die letzten Tage warst und es wurde immer schlimmer. Also ich habe ganz schlecht geschlafen die letzten Tage, das ist aber ganz normal. Ja, insgesamt war das eigentlich okay. Die ganze Woche jetzt so, dadurch, dass ich viel zu tun hatte, hatte ich gar keine Zeit, mich damit so richtig intensiv zu beschäftigen. Ich war im Büro 9 Stunden, dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin zum Jack gefahren für die Akustikproben und war irgendwann nachts zu Hause und habe dann geschlafen und bin morgens wieder ins Büro und so ging die ganzen Wochen. Die letzten 2 Tage, die waren fies, ne? Weil da habe ich auch wirklich gemerkt, oh, jetzt fängt es an zu kribbeln im Bauch und heute Morgen war die Hölle. Das war, wo ich im Bett aufgewacht bin und gedacht habe, warum? Warum willst du das unbedingt machen? Warum? Und jetzt weiß ich wieder warum. War geil. Sag mal, ich habe heute bei Facebook so ein tolles Foto von dir gesehen, bevor wir hier hingefahren sind. Die Survival Box deiner Frau. Erklär mir die.
Ja, sie hat sich natürlich gedacht, Mensch, das erste Konzert, gibt es denn so ein bisschen Unterstützung in Form von Nervennahrung, Alkohol? Also das war eine super süße Idee und hat mich natürlich auch ein Stück weit wieder auf den Boden zurückgeholt, zu sagen, ach komm, alles halb so wild eigentlich. Also wir sind sowieso sehr humorvoll, wir nehmen alles mit, ein Augenzwinkern und das fand ich super süß und dann ging es auch schon wieder eigentlich ganz gut. Ich wollte gerade sagen, und das, der Erfolg hat dir heute absolut recht gegeben. Ja, also wie gesagt, ich bin überrascht, aber ich freue mich. Definitiv, Frank. Ich danke dir und ich sage jetzt einfach mal, erhol dich gut. Das werde ich machen und wir sehen uns dann nächstes Jahr. Wenn ihr nicht dabei wart, ihr habt was verpasst, es tut mir leid. Das ist einfach so. Bis bald mal.